Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge ETS. Folge 65, ne? Nein, Quatsch. Die 67 müsste das sein. So. Ja, let's go. Fortsetzen. Es gibt einen Ort, der heißt Euro Truck Simulator 2. Ha. Interessant. So. Fahren. So. Dann wollten wir ja mal gucken, wie es jetzt ist. Wir sind ja schon fast müde. Wie viel Zeit? Oh, noch 1,5 Stunden. Vielleicht sollten wir doch einfach direkt hier Pause machen. Wo haben wir denn die nächste Gelegenheit? Da hinten. Zum Beispiel auch ein guter Ort. Da machen wir es auch da. Da haben wir noch 2 Stunden hin. Das klingt realistisch. Let's go. Okay, wir fahren los. Bis dahin ist es dann auch schon so spät, dass es sich jetzt lohnt. Weil wenn wir jetzt schlafen gehen würden, dann würden wir mitten in der Nacht wieder aufwachen. Kann man machen, muss man aber nicht. Ah, er lässt mich rein. Nice. Sehr geiler Dude. So, schreiben wir mal wieder hier schon auf 90. Ja, ein bisschen, ein bisschen, noch ein bisschen. Ja. Sehr schön. Jetzt machen wir ein bisschen Musik an. Bup. Bup. Okay, das geruft. Nicht wirklich, aber egal. Da kommt eigentlich die nächste Fähre. Achso, dort noch ganze Stücke da oben erst. Wenn überhaupt. Ach nee, wir fahren über Brücken. Wir fahren gar nicht mit der Fähre. Ah. Okay. Wieso fahren wir denn nicht da oben lang und dann mit der Fähre? Wäre das nicht besser? Warte mal kurz. So haben wir 21 Stunden, also 22 Stunden. Oh. Okay, die Fähre braucht ganz schön lange, deswegen. So brauchen wir ja, mehr als eine Stunde mehr. So rum. Gut, dann nehmen wir den Weg. Easy. Hier oben waren wir eh schon, von daher mit dem wieder unbekanntes Gebiet, das wir erforscht haben. Ja, let's go. Fertig zum Losfahren. Einkommen! Wuhu! Okay, wir müssen also definitiv einen Kredit aufnehmen. 5.000 Euro gerade mal. Das ist ja gar nichts. Ey, nicht so nah am Straßenrad hier stehen. Wait a minute. War da gerade eine Alpha-Wand oder bin ich echt gegen den Typen da gerast? Autospeicherung gibt es bestimmt noch nicht. Man kann doch durch die Menschen durchfahren, oder nicht? Das müssen wir jetzt mal investigativieren. Sehr interessant. Weil, weißt du, der LKW 30% Schaden und die Person steht einfach immer noch da. Ja, moin. And that is how physics works. Warum fahre ich auf der linken Spur? Alles im Ruhe ist die Ruhespur. Jetzt nur die Frage, wo das war. Aber eigentlich müssten sie ja wieder da sein, oder? Ich weiß halt nicht, unter welchen Conditions
die schon Teil der Welt sind und damit mitgespeichert wurden. Also, oder anders gesagt, dass es gespeichert wurde, dass da jemand ist. Oh, sind sie schon da? Ich weiß halt absolut nicht mehr, wo das überhaupt war. Hier sieht es ein bisschen alles leer aus, aber das dürfte ja in der Kurve gewesen sein, oder? Die jetzt kommt hier. Mal ein bisschen runterbremsen. Hallo? War doch hier, oder? Oder waren wir schon so weit gefahren? Hm. Nee, hier bei der Abfahrt waren wir noch nicht, oder? Also jetzt bin ich gerade offiziell ein bisschen verwirrt. Wo war denn das? Rechts halten und dann links halten. Ja, nee, die gibt's nicht mehr. Na gut, wow. Dann fahren wir mal wieder unsere Strecke lang. Wenn man die mal braucht, sind sie nicht mehr da, die Schweine. Dann war der Ort, wo wir gespeichert haben, wohl doch schon noch zu weit weg. Weil teilweise, wenn du vor einer Umleitung speicherst, also ich meine, die Umleitung sind ja zufallsgeneriert und sowas alles, aber wenn du vor einer Umleitung oder vor einem Zufallsereignis speicherst und dann neu lädst, dann ist es wieder da. Ist jetzt meistens ein anderes generiertes, ne? Aber witzig, wenn es zum Beispiel eine Umleitung ist, wo dann ein Flugzeug abgestürzt ist und du dann neu lädst an der Stelle, dann ist da vielleicht eine Umleitung, weil ein Auto kollidiert ist oder andere Sachen. Aber trotzdem ist da eine Umleitung. Aber scheinbar, wenn man sehr weit weg ist, dann wohl doch nicht unbedingt. Oh ja, was soll's. Hätte mich mal echt interessiert, ob ich tatsächlich durch die Person nicht durchfahren konnte. Oder ob da durch die beiden Autos, also einfach durch das zufällige Straßenereignis, an der Stelle eine Alpha-Wand war. Weil ich sag, normalerweise durch Person kann man durchfahren. Hier denn falls war das so auch nicht geplant. Biege nach rechts ab. Naja. Man lernt halt nie aus. Und nie an. So. Klick. Hat's gemacht. Hier dürfen wir 80 fahren? Lol. Na gut, ist ja relativ übersichtliche Straße. Na gut, der Bus fährt natürlich keine 80. Warum auch immer. Ist die Straße frei? Das sieht fast so aus. Guck mal, voll, so gehen 80. Und das Bett ist rot. Da vorne ist ja schon der Parkplatz. Hä? Na gut, okay, auf der Autobahn sind wir jetzt ganz schön gerast gerade. Aber trotzdem. Naja. Können wir wenigstens nach dem Aufwachen noch den Sonnenaufgang genießen? Weil der dürfte definitiv noch da sein. Obwohl, wir werden so um 5 Uhr wach werden. Jetzt wäre beide mit der Leitplanke gekuschelt. Sie werden müde.
Jetzt schon? Ah, okay. Okay, dann wird es doch ganz gut, dass wir jetzt schon hier. Weil ich meine, dass dieses Bett rot wird und dass wir diese Meldung bekommen, das wusste ich ja schon, dass das schon eine Stunde vor dem eigentlichen Zeitpunkt eintrifft. Aber es wurde ja gerade auch schon unser Sichtfeld kleiner. Und das ist doch normalerweise erst wirklich, wenn die Zeit abgelaufen war. Aber wir hatten noch eine Dreiviertelstunde. Das ist wirklich sehr suspekto, Patrono. So, wieder obligatorisch tanken. Oder vielmehr präventiv. Oder auch immer. Obligatorisch ist ja eigentlich was anderes, aber egal. Muss keiner wissen. So, dann packen wir uns mal schön hinten in den Schatten und pennen mal eine Runde. Auch wenn hier wieder sehr schlecht mit dem Einpacken ist, durch die ganzen Laternen und alles und überhaupt. Na, kommen wir vorbei? Ja. So, let's go. Oh. Und Sonnenaufgang. Wow. Entweder aufs Auto konzentrieren oder aufs Lenken konzentrieren. Beides war gerade ein bisschen zu viel. Aber egal. Hab's geschafft. Oh. Ich sind nur 60. Gut, bei den vielen Bäumen sieht man eh nichts vom Sonnenaufgang, aber hey. Frage ist ja überhaupt, wo die Sonne aufgeht. Vor uns oder hinter uns? Wobei es so wie es aussieht, vor uns. Überholt der uns auf der 60er Straße, wenn wir 60 fahren? Ernsthaft? Oder dürfen die Autos hier so viel schneller fahren? Macht aber auf der Straße keinen Sinn. Also. Ich schätze mal, auf der Straße dürfen alle nur 60 fahren. Aber wobei, so wie der da vorne wegrast. Vielleicht auch doch nicht. Aber wer weiß. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Oh, von vorne los. Achso. Der hat einfach nur auf irgendwas gewartet. Ich dachte schon, da war ein Unfall oder so. Na, vielleicht war da auch ein Unfall und die haben sich aber selbst entflochten wieder. Und Fahrerflucht begangen. Kennt man ja. Ist ja in diesem Spiel an der Tagesordnung. Ich meine, gut, wenn man bei dem Spiel so programmiert, dass man erstmal auf die Polizei warten muss und gegebenenfalls auch auf den Krankenwagen, dann könnte man immer ewig warten.
Ich meine, gut, man könnte es auch so machen, dass wir einfach in der Nähe direkt spawnen und dann halt angefahren kommen, die letzten paar Meter. Aber ich glaube, das wäre trotzdem ein bisschen zu viel für das Spiel. Zu viel Realismus versaut das Gameplay. Warum schockert denn jetzt schon wieder so extrem? Die ganze Zeit in der Waldpassage geht super wie Butter und jetzt hier schockert schon wieder. Dieses Spiel, ne? Jetzt ist der verrückt. Anders als die Musik, die ist geil. Oh, du 80, gut. Oh, Stadion. Beleuchtung. Naja, nicht wirklich. Sah krass von der Ferne so aus. Schon ist die Sonne draußen. Gut, dann können wir unser Licht wieder abschalten hier. Hä? Was? Genau so. Frankfurter Kreuz in 1000. Ja, in 1000 Meilen ist schon klar. 1000 Meter. Fängt zwar beides mit M an, ist aber trotzdem nicht das gleiche. Nicht mal annähernd. Radar? Was war das mit Radar? Fahren wir jetzt unterm Radar oder was? Achso, da oben. Da. Das Radar hat eine Radar. Alter, diese Schatten da oben, wenn die hier so rumflackern. Ich wünschte halt wirklich, diese Shadow Map könnte man wesentlich feiner einstellen. So sehr, wie dieses Spiel rumstockert, würde das auch nicht mehr viel verschlechtern. Ganz ehrlich. Ich meine, zum Glück ist das Spiel nicht so schlimm wie, weiß nicht, 7 Days to Die. Wo, sobald irgendwelche Zombies rumlaufen, das Spiel einfach nur noch am rumstockern ist. Da geht das hier noch. Aber, naja, das ist keine Entschuldigung. Ah, die Vize-Neid. Und das nächste Kreuz. Gambara.
Ey, komm, so weit war ich doch gar nicht auf deiner Spur. Aber jetzt. Ha. Bitte links halten. Ein bisschen weit links hier. Holy moly. Oh, meine linke rechte Hand hier schläft gerade ein. Was ist hier los? Ist mitten am Tag. Gut. Vielleicht draußen ein bisschen bewölkt, aber kein Grund hier einzupennen. Ich muss sagen. Das ist aber eine Steigung hier, ey. Uiuiuiui. Ein Glück haben wir nur 6 Tonnen geladen. Da konnten wir die Geschwindigkeit einigermaßen halten. Aber hiermit weiß nicht. 60 Tonnen oder so will ich nicht lang. Ja gut. Ich meine, letztendlich, also im ersten Gang kommst du immer lang, aber. Also nicht immer, aber in dem Fall wärst du mit dem ersten Gang lang mit 60 Tonnen lang gekommen. Aber mit dem ersten Gang erreicht halt nur noch so, weiß nicht. 3 km/h oder wow. Die Schatten gerade von der Windmühle. War schon nicht schlecht. Wie heißt der Dinger? Windrad, ne? Irgendwie so. Das hier, was man da gerade vorne sieht. So, wir sollten mal wieder auf die rechte Spur rauf, oder? Na, also, wenn der Hunde da mal vorbeiziehen würde, endlich mal. Der lang brauchst du. Ja, super, Abfahrt. Ah, ne, nicht Abfahrt, okay. Die Abfahrt ist daneben. Also hier ungefähr. Okay. gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr. Ja, was mit denen auch schon wieder los? Ernsthaft?
Wichser. Erst langsam fahren, aber wenn man den überholt, dann beschleunigen. Meine Blinker sind kaputt. Guck mal, geht nicht. Okay. Ja. Die perfekte Musik, wenn man noch 1000 Kilometer vor sich hat, da bleibst du schön wach. Na, was ist hier schon wieder für Kindergeburtstag? Oh, wir dürfen nur 60 fahren. Ups. Well, die Sache ist die. Warum sagt das keiner? Wir finden uns mal hier wieder ein. So. Ach, jetzt sind wir wieder 80 fahren. Ach, leck mich doch. Ist doch alles in der Normal. Ist doch alles Betrug. Jetzt beschleunigen die vor uns auch. Und davon wieder 90, ja? Nö. Wir sind da schon wieder halb müde. Holy moly. Gut, weißt du was? Wir machen nach vorne auf jeden Fall. Mal gucken, wo der nächste Rastplatz ist. Aber ich glaube, der nächste Rastplatz ist ein bisschen weiter entfernt. Ja, okay. Das heißt, wir machen hier vorne Pause. Also vollen Pause. Schlafen müssen wir hier noch nicht. Tanken auch nicht. Können wir auch einfach durchfahren? Oh. Was tun Sie denn hier, meine Damen und Herren? Ja, so geht's so. Hat keiner gesehen. So. Foto aus, speichern. Und dann würde ich mal sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn es denn dann heißt, hoffentlich geile Musik. Und so wäre ganz cool. Ne? Bisschen Partymucke kann nicht schaden. Na, bis dann.